Hallo und herzlich willkommen zurück zum Kreativbaum-Projekt mit dem Drago Basler und euch. Ihr könnt gerne ein bisschen mitmachen. Wir haben ja letztes Mal einfach ein Haus gebaut für die Verpflegung der ersten Spieler, die hier runterkommen. Also eine Adventure-Map machen wir, wo wir ja, als viele tolle Sachen haben, die wir lösen können dann. Und ja, einfach das man die erste Nahrung hier holen kann, indem wir vielleicht auch die Hühner schlachten oder sie einfach ein bisschen vermehren. Da ist ein Huhn abgehauen nochmals. Es kann schon sein, dass hier, ja, die können hier rüber. Okay, hier können sie abhauen. Andere Hühner habe ich erledigt und ja, musste ich erledigen, weil die überall herumgeflöcht sind hier. Ja, sah richtig wild aus, weil die müde geflüchtet sind. Aber gut, das sieht man nicht mehr, nicht immer auf dem ersten Blick. Jetzt sind aber genügend Hühner hoffentlich hier. Drei. Nochmals ein Huhn irgendwie abgehauen. Hier habe ich auch nochmals etwas verändert. Aber es geht. Also ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt sind sie auch nicht mehr abhauen können. Ich wusste gar nicht, dass man. Ja genau, hier oben sind die Hühner und alles. Oh. Lieber wieder wegmachen. Sonst haben wir alles voll. Dann gibt es eine Invasion. Oh. Ja gut, ja gut. Also jetzt kann ich auch wieder ein bisschen sagen. Hier habe ich auf jeden Fall zugemacht, damit die Hühner nicht hier durchs Haus laufen. Der Dorfbewohner, der kann das. Ja, die werden natürlich auch wieder flüchten. Also wenn er die Türe hier offen kurz aufmacht. Ich habe jetzt extra so gemacht, dass er ein Farmer ist, weil es gibt ja kein Fleisch, oder doch, es gibt schon ein Fleisch, aber der hat andere Sachen. Ja, das passt nicht so zu Hühner vor allem. Und deshalb ist er ein Farmer, damit man auch dort auch ein paar Lebensmittel verkaufen kann. So, dann habe ich noch, ja, hier einfach eine braune Wolle noch eingesetzt, damit es ein bisschen besser aussieht. Und noch etwas gemacht. Ah ja. Genau innen im Haus einfach die Decke noch gemacht. Also das ist nur Holz. Mehr nicht. Noch zwei Dinge sammeln. Und eben, wie gesagt, den Bücher. Den Rüstungsständer. Also, dann schauen wir mal weiter. Wir machen jetzt. So mit dem Weg machen wir dann später. Oder ich mache das dann auch mal. Richtig gut, wenn ja, zwischen einer Folge, dass ihr das nicht sehen müsst, oder in einem Livestream dann, wenn ich endlich das bessere Internet habe, das ja, Kabel. Gut, hier sieht es auch nicht so schön aus, leider. Müssen vielleicht neu setzen. Machen wir das mal. Na, ist auch gleich Nacht. Also die Bäume sehen wirklich schön aus, die Birkenbäume, die lasse ich. Die großen Bäume lasse ich auch. Und ich habe mir noch ein paar Gedanken gemacht, genau. Wir könnten immer so kleine Dungeons machen und ich würde gerne hier ein bisschen einen versteckten Dungeon machen, der irgendwo hier oben durchgeht. So ein kleiner Trampelpfad. Zum Beispiel hier runter geht, genau so. Runter geht und dann hier hoch. Und hier machen wir ein Dungeon mit einem No-Way-Exit, also wo man am Anfang nicht das Exit benutzen kann, außer wenn wir Blöcke setzen, aber das, ja, machen wir so sichtbar, machen wir ein Schild hin oder so. Dann haben wir schon mal etwas. Genau. Also, hier machen wir einfach mal einen Weg darüber. Wir wollen in den Fichtenwald kommen, in die Taiga. Eine schöne Brücke zum Beispiel hier. Würde das sogar empfehlen, hier oben durch die Brücke mal zu machen. Das sieht dann auch schön aus. Ist zwar auch nicht so die richtige Höhe, wie auf der anderen Seite. Oder wir machen sie dort vorne. Macht das Sinn, so einen Umweg zu machen?
Ja, ist schwer zu sagen. Aber ja gut. Da Felsen sieht immer noch so richtig speziell aus für mich. Was könnten wir hier am besten machen? Eine längere Brücke hier entlang. So, hier die Ding hoch und dann hier rüber. Dann müssen wir also, ja, machen wir das mit Ding. Machen wir doch das gleich mal schön. Jetzt müssen wir Treppen noch haben. Ja, die richtigen. Ja, das macht mehr Sinn mit Treppen als Half Steps, denke ich mal. Werde gestört. Moment, kurz. Okay, musst du kurz helfen. Ich hoffe, das hat euch nicht gerade so. Ja, wir machen das anders hier. So. Ich hoffe, das sieht noch genug schön aus. Ja, hier ist das Problem. Ist ein bisschen ein kleines Problem. So, ja. Machen wir das einfach so. Wir müssen ja auch irgendwie ein bisschen kennzeichnen, dass hier ein Weg ist, dass ein 2-1 höher ist. So, wunderbar. Das geht sehr gut. Das sieht auch recht wild aus, wenn wir so zufällig platzieren. Mag das so Wege zu haben. Ja, das ist natürlich wieder problematisch hier. Und es würde schön aussehen, wenn wir nochmals ein bisschen die Seite gehen. Ja, sehr gut. Ja, bei uns braucht natürlich jeder ein bisschen Hilfe gegenseitig und deshalb muss ich da immer ein bisschen aushelfen. Oh, wir sind falsch jetzt. Ich wollte ja hier rüber kommen. Es geht doch nicht gut. Die Bäume sind völlig im Weg. Das ist sowas von blöde erstellt worden vom WordKnight. Also schauen wir alles nochmals gut an. Da muss ich doch schräg gehen. Das geht sonst nicht. Bäume will ich einfach lassen. Das muss sein. So wild wie möglich noch bauen. Wird dann natürlich ein bisschen großstädtische bzw. burgenähnliche Festung, Krieg, alles kommt. Alles wird kommen. Kann man das irgendwie ein bisschen verstecken, diese Höhle, und dann auch irgendwie benutzen? Ist halt schwierig, wenn man jetzt so nur ein Ding hat. Das muss ein ganzer wilder Weg werden. Dann haben wir es gleich geschafft. Das ist ja zum Glück nicht so hammerhart gewesen.
ich es gedacht habe. Zuerst am Anfang des Pades. Ja, und hier müssen wir die Wege wieder entfernen. Die Bäume wieder entfernen. So. Der Weg muss natürlich hier durch. Auch ein bisschen schwer zu erstellen hier. Also der Baum sicher, der andere Baum weiß ich gar nicht. Mach's auch mal. Ja. Da extra ein bisschen eine Kurve. Und dann machen wir da schön Fichtenholz. Das ist wunderbar. Hier einfach mal Treppen auch reinlegen. Und daraus eine wunderschöne Brücke machen. Die könnte ich ja auch zeigen in einem oder zwei Parts. Das wird wahrscheinlich zwei Parts sein. Da wir da auch ja, viel ausprobieren müssen. Es geht schlecht hier. Immer den falschen Block anklicken. Drago, ist nicht so präzise. Alles üben. Und wunderschöner Baum in dem Weg. So, der Weg mache ich dann in den Fichtenwald mal zwischen der Folge. Einfach auch hier rüber und ich schaue, dass der Weg auch, die Brücke auch gerade ist. Oder wir können eine krumme Brücke machen. Machen wir mal zuerst Richtung Dorf. Ja, machen wir erst Richtung Ebene. Weil das Dorf ist ein bisschen weiter weg. Das dachte ich, ist ein bisschen näher. Das Dorf ist dort, okay. Genau. Machen wir hier zuerst ein kleines Dörfchen selber. Wenn es geht, gut. Es ist eine Menge Arbeit natürlich. Wird mehrere Parts dauern. Hier könnten wir irgendwas, hier könnten wir zum Beispiel eine Mine machen, oder? Es macht eigentlich mehr Sinn hier. Dann können wir entweder die Dings, der erste Tutorial Dungeon oder so da oben machen. Also hier kommt man einfach nicht gut hin. Und hier der Weg, bisschen Trampelpfad, bisschen versteckt. Genau hier, gleich neben der Brücke ein Trampelpfad. Sieht man es dann auf der Brücke natürlich gut. Und damit nicht jeder den Dungeon natürlich verpasst und das Tutorial nicht so bekommt. Es ist ja einfach nur zu zeigen, wie die Dungeons dann später dann umfangreicher einfach sind und so. Ein Tutorial braucht niemand, jeder ist Profi. Ja, machen wir mal einfach die Sachen, die wir nochmals gebrauchen könnten, hier rein. So, der Kompost ist ja wegen dem Farming-Beruf. Aber ich möchte jetzt nochmals ein bisschen. Ja, machen wir alles. Wo ist jetzt er? Hört ihn? Wo ist der Dorfbewohner? Ah, ein Schaf hat jetzt auch hier drin. Das Schaf ist auch reingegangen. Bin ich blind oder hat sich der versteckt? Okay, hier ist er plötzlich hier rausgekommen. Der Hannes einfach Placeholder. PH. Da
Da könnt ihr zum Beispiel einen Namen machen, oder ich werde nochmals einen richtigen Namen dann haben. Ein bisschen Teppich sogar noch. Ja, das sieht richtig schön aus. Also schauen wir mal, man jetzt die platziert. Dann ist er nicht einfach ein anderer Beruf, der ja, lässt den Beruf. Genau. Dann hier außen auch mal nochmals die Fässer hin. So. Noch ein paar Details. Da haben wir nochmals Dekorationen irgendwie. Das Bienennest möchte ich in woanders haben. Aber ein Bienennest müssen wir unbedingt auch machen. Ja, passt halt alles nicht zu einem Farming-Beruf. Das Bett müssen wir noch machen. Machen wir ein gelbes Bett. Gelb gleich Food, gleich Farming. Ist ein bisschen nahe am Kompost, aber der Kompost muss ja auch im Haus drin sein. Aber richtige Födekomposts. Ja. Grünzeug. Nehmen, glaube ich, Zuckerrohr geht auch. Machen wir in die Ecke, oder nicht in die Ecke, aber so. Das reicht. Und daneben nochmals einer, der voll ist. Also nicht ganz voll, genau so. Ah, der ist jetzt voll, okay. Sollte eigentlich nicht so werden. Gut, dann haben wir noch, ja, jetzt ist eigentlich der Part vorüber. Eine Tränke oder so können wir halt nicht machen. Gibt es irgendwas, was wie eine Tränke aussehen könnte? Wir könnten sogar ein Bottich da, der. Wo ist er denn? Komm, komm noch raus. Alchemie, nein. Brauen. Kessel. Wieso ist es nicht einfach alles wie Schweizer Text? Aber auch der Kessel. Und noch einen Eimer. Ein bisschen füllen. So. Ja, und dann noch nächstes Mal ein bisschen Blumen oder so hinsetzen. Größeres Gras. Ja, okay. Ich bin schon sehr zufrieden. Wie viel sind es jetzt? Vier Parts? Müssten vier Parts sein. Ja. Okay. Sind schon weit gekommen. Also ich dachte, es wird echt hart mit dem Städte machen dann so spät, aber am Anfang hätte ich jetzt noch nicht so gedacht, dass es schon viel Arbeit ist. Absolut. Auch sich lohnen. Also es sieht schon richtig fantastisch aus. Im Survival hätte ich das wahrscheinlich nie so richtig schnell hingekriegt. Da hätte ich etwas Größeres gebaut und da ewig lange gebraucht. Ja. Mir gefällt's. Ich hoffe, euch auch. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, immer Feedback geben, am besten, damit es wieder auch wieder ein Stück besser werden kann und alles. Und eben, wenn ihr Wünsche habt, dann ab in die Kommentare. Tschüss!